8 Sonderzüge aus allen Himmelsrichtungen rollen am 3. Oktober 1998 nach Neuenmarkt-Würzburg in Oberfranken, um sich an den Feierlichkeiten 150 Jahre Schiefe Ebene zu beteiligen. Aus Frankfurt am Main ist 01118 gekommen. Über 15.000 Besucher können im Laufe des Tages gezählt werden. Soll mal einer sagen, die gute alte Dampflok ist uninteressant, ob jung oder alt, alle sind begeistert. Aus Augsburg ist 41018 nach Neuenmarkt-Würzburg gekommen. Nicht weniger als 11 Dampflokomotiven erreichen im Laufe des Vormittags den Bahnhof Neuenmarkt-Würzburg. Sie sind in bester Gesellschaft, denn hier hat das Deutsche Dampflokmuseum sein Domizil. Extra aus Oberhausen im Ruhrgebiet ist 41360 angereist. Frisch geputzt rangiert sie mit der Nürnberger 50622 auf den Gleisen in Neuenmarkt. Auch eine Vertreterin der historischen Dieselfraktion ist nach Neuenmarkt-Würzburg gekommen. Vor einem planmäßigen Regionalzug leistet V200002 Vorspanndienste. Gegen 13 Uhr beginnt der eigentliche Höhepunkt des Tages. Alle Sonderzüge dampfen über die schiefe Ebene nach Marktschurgast. Den Anfang macht 41360 mit 86457 als Schiebelok.
Extra aus der Schweiz ist die französische Dampflok 241 A65 angereist. Mit einem langen Sonderzug verlässt sie zusammen mit 64491 den Bahnhof Neuenmarkt-Würzberg. Für die Nürnberger 50622 ist ein fotogener Ganzgüterzug vorgesehen. Mehr kann man den vielen Zaungästen kaum bieten. Begehrter Fotopunkt ist der Kilometer 80 an der schiefen Ebene. Der 3. Oktober 1998 macht die historische Steigung zum Laufsteg der Dampflokstars. Talwärts rollt 64491 mit der französischen 241 A65. Natürlich dürfen die Vertreter der Hochräder nicht fehlen. Die Dresdner Maschinen 03001 und 01137 bringen ihren Sonderzug auf Fahrt. Am Schluss schiebt die Chemnitzer 503648. Thank you.
Den letzten Zug bringen 41.018 und 44.1093 über die schiefe Ebene nach Marktschorgast.